Video mit Paul Unterleitner. William gibt mir meine erste Stoffberatung, denkt er. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt aufs Video, Freunde. Let's go. Das ist William. Einige von euch kennen vielleicht durch etliche Reactions zur gesamten Fitnessszene. Er klopft gerne kluge Sprüche und erkennt dann nämlich jeden Fake nennen. Ich werde ihm heute meine gefakten Anabolika-Pläne vorlegen und nach Hilfe fragen. Das Geile ist, ich habe das Video noch gar nicht gesehen. Ich bin echt mega heiß drauf, Freunde. Ohne, dass er davon weiß. Es wird sehr, sehr geil. Viel Spaß dabei. Guten Morgen. Na? Guten Morgen. Gut gestanden? Paul, der Superstar, kam, hat mich einfach sitzen lassen und meine Cousine. Wir mussten tatsächlich auf ihn warten. Nacht gut überstanden. Weißt du schon, was heute gibt? Ein wunderschönes Training, habe ich mir sagen lassen. Nicht nur Training, Leute. Danke für den Support im Hype Train, Freunde. Wie im Intro gut aufgepasst, dann wissen wir schon, was geht, denn William wird heute ein bisschen hops genommen. Ich will also Stoffen anfangen, habe ich ja gesagt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was er heute sagen wird. Wir schauen mal rein. Er wartet schon. Heute natürlich wieder im Gyms aller Gyms. Dann checken wir mal. Wie? Darüber wurde doch gar nicht geredet, Digga. Aus, was William so im Training drauf hat und was er mir so für Tipps geben kann. Also das wird auf jeden Fall spannend. Was er vielleicht selber nimmt, verrät er vielleicht auch. Ich habe noch ein paar Bücher, die ich zurückbringen muss. Vielleicht. Nicht, dass der mich hier durch irgendwelche Schneiden der Videoclips hier irgendwie ficken wird, der Paul. Bin ich mal gespannt. Morgen für William dann auch ein Buch aus, wo er sich da ein bisschen reinlesen kann. Wird auf jeden Fall witzig. Wir sollten noch zu einer Bibliothek gehen, aber dazu ist es tatsächlich nicht gekommen, Freunde. Jedes zweite Training gibt es irgendwie cinematics in den Raum hier. Da kommt man gar nicht mehr durch jetzt. Manuel? Der Trucker-Fahrer war übrigens auch am Start. Habe ich euch, glaube ich, gar nicht erzählt, ne? Manuel Hasevic. Da war erst Manuel. Mit Hoodie und Käppi, so wie man ihn kennt, Freunde. Digga, seine ganze Klamotte sparen, ich weiß nicht, was. Es geht gut voran, oder was? Hose, das gibt's ja nicht. 95,5 Kilo, Alter. Ja, Manu, es geht voran. Ist real. Paul und ich wiegen aktuell fast dasselbe. 106, 107. Lady natürlich, meine Lieben. So, frisch umgezogen und wir wissen, wo es hingeht. Richtig, Leute. Wohin sonst? Auf die Seite. Man läuft hier nur bekannten Gesichtern um den Weg. Bruder von Paul war auch am Start. Camilla war leider nicht am Start. Was heißt leider? Ich dachte, sie kommt mit. Aber sie hat an dem Tag keinen Bock. So, das war schon William hier unaufgepumpt in Gym-Manier am Start. Manuel sieht schon so sehr schwämmig aus, sehr wässrig. Aber der hat für seine Statur hat der schon einen dicken Ärmel gehabt. Aber nichts Besonderes. Suju Coleman, grüß dich. Ich hoffe, du konntest gestern Nacht noch schlafen nach den Gruselgeschichten. Du hast nichts verpasst, du hast 1 Minute 22 verpasst. Schade, ich glaube, er hat sich schon kurz umgeschaut. Hat auch schon gemeint, irgendwie, dass er geflasht ist. Mal sehen, was er heute an der Maschine so drauf hat. Heute jetzt doch Bankdrücken. Also William hat gesagt, gestern wurde er von Mr. Olympia Top-Athlet auseinandergenommen. Heute wird er von Mr. Olympia Top-Athlet auseinandergenommen. Nicht ganz. In manchen Übungen war ich sogar stärker, aber normal. Fabi ist auf 2500 Kalorien unterwegs. Ja, mal schauen, was heute geht. Ich bin gespannt. Das Fabi-Video müsste übrigens auch die Tage auf Fabis Kanal kommen. Ich bin gespannt, wann es soweit ist, Freunde. Du hast gesagt, wir haben gestern 9 Stunden Fahrt gehabt. 9 Stunden Fahrt, hartes Training, aber gerade ordentlich im Café Mozart gespeist. Ja, okay. Da muss ein bisschen Dampf muss da sein. Mal schauen, ob das dann eher im Magen liegen wird oder ob er da noch besser performt. Vom Training mit Paul erwarte ich mir auf jeden Fall, dass ich mal seine Naturgewalt zu spüren bekomme. Guck mal hinten das Hashtag, den Hashtag an, Digga. Bastesi, danke dir fürs Abo, Digi. Ich lege natürlich viel Wert auf Warm-Up. William muss doch kurz aus dem Auto holen, mal schauen, ob er gleich eher träge ist oder gut performen kann. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr geil. Auch wenn ich erst vor einer Stunde knapp aufgewacht bin, weil wir im Zug heute Nacht wieder von Berlin nach Wien gefahren sind, da nicht so viel Schlaf bekommen haben, da hatte ich jetzt eine Stunde Zeit zu schlafen. Jonas hat sich auch ein bisschen ausgeruht. Jetzt sind wir aber bereit, wärmen uns gut auf und fahren gleich hoffentlich gut Booster und zerlegen eine gute Session. Camilla ist nicht am Start. Achso, jetzt müssen wir Susi und Sträuche machen, oder? Das kriegt ihr hin, oder? Und normalerweise muss ich schon machen. Der wollte wirklich diese saure Zunge mit mir teilen. Aber da habe ich ihn gekorbt. Ne, das, so ein Spielchen mache ich nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Zum Glück hatte ich einen Kaugummi im Mund. Ich habe einen Kaugummi. Was sagt Camilla eigentlich dazu, dass wir die Paulina getauft haben? Stört sie das oder reicht das überhaupt? Ich glaube, sie will eher eigenständige Person sein. Ich glaube, Camilla würde mehr gefallen. Aber ja, jetzt gibt es warm im Booster. Mir schon übel heiß. Optimal. Direkt zu Beginn war William ja überhaupt nicht begeistert vom Aufwärmen. Auf Gummizungen hat er auch keinen Bock. Also ja, wie das Training werden soll, ich habe keine Ahnung. Bei mir gab es 3 Brötchen, 2 mit Marmelade, 2 mit Trüffelei, dann noch 2 Eier so. Größter Fehler vor dem Training, Eier zu essen mit Trüffelöl.
Ich hatte so einen Mundgeruch, also gefühlt, und so einen Geschmack vom Trüffelöl, ekelhaft. Und noch so ein Gebäck gefüllt mit Haselnuss, keine Ahnung. Perfekt, kurz vom Training. Perfekt, liegt gar nicht. Und auch so bis zur zweiten, dritten Übung, ich habe auch gar keinen Pump reinbekommen. Das ist keine Ausrede, falls ich gleich nicht stabil aussehe im Video. Ich habe keinen Pump reinbekommen, weil ich einfach überfüllt war. Mein alles war bei mir mit dem Verdauungstrakt noch beschäftigt. Die gar nicht schwer machen. Glaube ich. William hat es gerade gedroppt, dass er nicht mehr bei Stefan Kinz im Coaching ist. Keine Ahnung, was da los ist. Aber anscheinend ist die Olympia doch nichts mehr wert. Wieso nicht mehr bei Stefan im Coaching? Nee, aktuell mache ich Reactor Training. Einfach für mich selber ein bisschen. Ich habe schon so oft auf seine Videos reagiert, aber irgendwie habe ich nie diesen Trainingsplan gerafft. Irgendwie Push-Pull und am Ende macht er noch Beuger oder Quad, ich check's nicht. Vielleicht werde ich es endlich erfahren. The Secrets. The Secrets. The Secrets of Paul. 60 mal pro Seite. Direkt 60. Ey, die Maschine, Freunde, ist so unfassbar geil, Alter. Das ist eine Low Row, aber von Hammer Strength, die man so kennt, aber umgebaut. Die ist unnormal. Ist es nicht komisch, sich selbst in dem Video zu sehen? Ja, schon, aber wir haben ja bereits öfter eigentlich auf alle Feature-Videos reagiert, wo ich am Start war. Am Anfang war es wirklich komisch, aber aktuell, mittlerweile geht es, Freunde. Ich bin gespannt. Direkt 60. Du spinnst doch wohl. Die Nautilus Overhead Pull, also Frontlight Pull ist leider besetzt. Deshalb machen wir jetzt erstmal Down Yetro. Der Satz vorhin hat sich richtig leicht angefühlt. Und ich habe mich gestern wieder mal in Berlin gewogen. Ich habe einfach 160 Kilo gewogen. Das heißt, ich habe jetzt... Paul zieht gleich bei der Übung seinen Tanktop aus, ne? Der sieht unfassbar, also der Rücken, komischerweise, Entschuldigung, der Rücken wird bald Paul als erstes frei. Bei mir dauert das extrem lange, bis der Rücken frei wird. Eigentlich in den letzten Monaten 6 Kilo abgenommen, ohne abnehmen zu wollen. Also ich habe so, ich glaube, einen Monat Normaldiät gemacht, da habe ich so 2-3 Kilo verloren, aber jetzt in den letzten Monaten auch nochmal einfach so Gewicht abgebaut. Aber ich fühle mich trotzdem geil im Training und bin trotzdem irgendwie stark, also keine Ahnung, was hingegangen ist. Paul trainiert definitiv im Training ordentlich, gibt Gas und... Ey, das haben wir einfach 3 Stunden nach dem Video gedreht und die blenden das hier so ein, finde ich geil. Geil gemacht, Digga. Sehr fokussiert, auch wenn das hier in Intelligent Strength nicht so einfach ist, da man oftmals auch erkannt und angesprochen wird, hat er schon gut Gas gegeben. Komm. Jawohl. Sehr gut. Komm. Komm, komm, komm. Immer komm, komm, komm. Und ich frage mich am Ende, wenn ich mir so Videos angucke, wohin soll er kommen? Da sind auch übrigens Freunde, die Zughilfen, die Paco zerstört hat. Da waren sie noch ganz, Alter. Verdammte Schande. Nice. Im Training hat er auf jeden Fall gut Gas gegeben, hat sich sehr verausgabt und hat mir auch in einigen Übungen sehr, sehr nice gepusht. Also mit seiner Form muss ich da definitiv nicht verstecken. Hat, wie gesagt, sehr, sehr geil Power an den Tag gelegt und... Paul, Digga, danke dir, mein Lieber, für die guten Worte hier, Digga. Hat einfach alles rausgeholt, was ging, genauso bei mir. Also war auf jeden Fall ein cooler Trainingsparty. Gucken, ob sich das Wiener Frühstück hier bezahlt macht. Die Übung war so unfassbar geil. Die Maschine hat der Besitzer, wurde mir glaube ich so gesagt, wurde einfach umgebaut. Nochmal umgeschweißt. Paul hat mich tatsächlich überrascht, da er aktuell ein bisschen vom Gewicht runter ist. Er wiegt aktuell dasselbe wie ich. Wir wiegen knapp 106 Kilo, 106, 107. Und vor allem die Trockenheit im Rückenbereich. Die Trockenheit im Rückenbereich. Ich habe mich schockiert. Also er war auch bei einer Übung, bei den Low Rows hat er seinen Tanktop ausgezogen und der Rücken war schon gut streifig. Die war auch nice. Nautilus Maschine. Auch sehr, sehr nice, Alter. So eine High Row von Nautilus. Brutal. Was der Unterschied zwischen unserem Training ist, vor allem im Rücken, also beim Rücken definitiv. Paul trainiert, finde ich, viel unsauberer als ich. Er nimmt schon ordentlich Gewicht, er hat doch fast überall mehr genommen als ich, aber ich habe früher Rücken immer so getrainiert. Mittlerweile
trainiere ich tatsächlich viel kontrollierter und viel, ich mache privat, also wenn ich alleine zu Hause trainiere, trainiere ich auch viel zu Hause. Hier bei uns im Gym trainiere ich auch viel langsamer. Ich halte immer die Exzentrische langsam und so weiter. Paul trainiert da ganz anders und es war für mich, ich hatte am nächsten Tag unfassbare Muskelkater, einfach von diesem schweren Training. Warum ich so trainiere? Weil ich einfach bessere Durchblutung im Rücken so bekomme, besseren Pump definitiv. Und erst seitdem habe ich Erfolge. Und das Problem ist, wenn ich Rücken so hart trainiere, mit viel Gewicht, was heißt hart, ich trainiere Rücken immer hart, aber wenn ich mit so viel Gewicht trainiere, dann habe ich oftmals irgendwelche, wie soll ich sagen, nicht so Verrenkungen, sondern so Blockaden. Ich fühle mich einfach nicht gut und das Verletzungsrisiko ist für mich tatsächlich etwas zu hoch. War jetzt aber nicht gemeint, dass Paul schlecht trainiert oder so, ne? Der trainiert sehr gut. Sauber, komm an. Richtig am Ende war ich, Digga. Geil. Ja. Rein. Nice. Rein da. Komm. Noch ein. Easy. Einer noch. Geht. Zieh. Die war auch nice, Digga. Kaputte Fäcke, ich danke dir für diese Komplimente hier. Die war auch nice für oberen Rücken, brutalst. Die Maschine, ich hab mich direkt verliebt, Mann. Die sehen wir auch, glaube ich, des Öfteren bei Paul im Video. Was war das denn für ein Schnitt? Geil gemacht. Meine Go-To-Bizeps-Übung hier ist die. Über Kopf. Ich schwöre, die knallt einfach anders heftig rein. Und gibt so einen heftigen Pump. Ich fand die tatsächlich nicht geil, diese Maschine. Die war irgendwie, ja, die Dame, das war tatsächlich Williams Cousine. Und Stretch auch. Also Armmasse, das ist mir zu leicht, aber kontrolliert. Ja. Problem auch hier. Und da merkt man halt mein Alter im Vergleich zu Paul. Richtiger Opa, Alter. Ich glaube, ich aussehe völlig durchgenudelt, Alter. Schulter gefickt, Knie gefickt, Tennisarm gehabt, Golferarm gehabt. Deswegen mache ich da wirklich kleines Gewicht, aber kontrolliert. Schön auf Pump, ein paar Blut rein und fertig. William hat kurz den Kanal übernommen. Ja, hör mal, du bist lange weg gewesen. Stimmt, lange weg gewesen. Kurz den Scheißhaufen abgelegt. Der geht einfach scheißen während des Trainings. Ehrenmann. Full Stack ist easy. Sagt er. Yeah. Und da kamen wir wieder zum entscheidenden Punkt. Paul trainiert nach unserem ganzen Pull-Workout. Das sah gerade so schnell aus, ne? Aber da haben wir bereits fast 2 Stunden trainiert. Baklava aufs Mann, ich danke dir fürs Prime-Abo. Und danach macht er einfach Beinbeuger und Hip-Thrusts. Ich habe einen Satz gemacht, danach hatte ich keinen Bock mehr. Ich so, ne Paul, sorry, da bin ich leider raus. Ich kann es nicht mit mir selbst vereinbaren, erst Oberkörper zu trainieren und dann Kurva noch Beine. Never. Illuminatenplan, ja, so ungefähr. Geiles Standbild. Pump rein, jawohl. Übung fahre ich echt mit Anschnallen. Habe dann einfach geile Position und kann richtig schön nur den Beinbeuger anballern. Kann sich auch anschnallen. Damit ich mich abhebe. Ich konnte das Gerät, weil Paul, weil wir so einen Größenunterschied haben, ich konnte das Gerät nicht richtig einstellen. Es hat nicht funktioniert. Er ist immer noch beschissen eingestellt. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Richtiger Trottel. Oder immer noch daran. Ist einfach zu riesig. Einfach zu klein. Oder ich bin zu klein, ja. Hier wird mehr eingestellt als trainiert, Digga. Jetzt aber, komm. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr rein. So. Alter, okay. Alle guten Dinge sind 3. Immer noch beschissen, aber ich mache einfach. Man muss hochziehen.
Ich bin einfach da rausgerutscht, Digga. Let's go, okay. Es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, diese Übung zu machen. Boah, Digga, aber Vaskularität ist schon ekelhaft, ne? Das sieht räudig aus, Alter. Das ist einfach nur beschissen, Alter. Ja, egal, Pump ist da. Ist die Hauptsache. Da habe ich nicht mehr mitgemacht, die Übung. Q7 King, danke dir, mein Bruder. Im Verhör mit Paul erwarte ich definitiv 100%ige Ehrlichkeit und eventuell ein paar Infos, die wir bis dato noch nicht hatten über Paul. Im Hinblick auf das Verhör war ich... Das Verhör wird brutal, Freunde. Ich bin echt ein bisschen nervös, weil ich weiß, wie ehrlich und direkt die Fragen gestellt sind. Tatsächlich Elefantenscheiße, geiler Name, immer wieder. Ja, ich war schon immer ein vaskulärer junger Mann, vor allem was die Arme betrifft, immer. Aber ich glaube, dass ich es doch recht super... Das Verhör kommt diesen Monat, im Dezember. Lasst euch überraschen. ...Reden meistern werde und mich da jeder Frage perfekt stellen kann. Training wäre beendet, jetzt gibt's in guter alter William-Manier ein kleines Verhör, ich darf mich ein paar... kritischen Fragen stellen. Also seid auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Du hast einiges vorbereitet. Mehr als nur einiges. Scheiße. Ja. Gut, also das wird kritisch. Ich glaube, ich war noch nie so ehrlich. Also es wird auf jeden Fall für mich auch interessant. Ich dachte mir, nachdem ich jetzt verhört wurde, nutzen wir Williams Expertise. Bin gespannt, wie du da rausgehst. Ah, geil. Das passiert doch noch in diesem Video. Ich dachte, das wird ein separates Video. Nice. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagen wirst. Geil. Der hat auf jeden Fall 24-7 in Shape, egal mit dem. Er behauptet von sich aus, er ist natural. Ja, die Brust. Der Adventskalender, den habe ich tatsächlich meiner Cousine geschenkt, heute. Ja, die hat den Adventskalender bekommen. Das ist schon krass. Ich sag, der ist nicht natural. Auch die Vaskularität an der Schulter, diese ekelhaften Ich habe ihn live gesehen und da war es auch schwierig zu beurteilen. Mhm. Aber es könnte eine Kleinigkeit in ihm drinstecken, würde ich mal sagen. Jeff Seid sagen auch. Das wissen wir alle, Jeff Seid, ne? Wartet mal, ich muss mal den Chat ein bisschen wegtun. So. Auch kriege ich auch oftmals zugeschickt tatsächlich. Wie kann das sein, dass du sagst, dass Patrick natural ist und Jeff Seid nimmt was safe und du sagst, dass er nicht natural ist? Ich gehe auch stark davon aus, dass er was drin hat. Der Look ist für mich nicht natural. Er ist nicht brachial, das auf keinen Fall. Aber der Look sieht für mich nicht natural aus. Jeff Seid stand auch bei Mr. Olympia, Freunde, hat mir Paul gesagt. Das hatte ich gar nicht. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Okay. Nächstes. Joe Aesthetics. Das wissen wir auch natürlich, gibt er auch offen zu. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, das weiß ich auch. Da war so ein kleiner typischer Wettkampfstack drin, wobei er sich irgendwie nur ein, zwei Wochen vorbereitet hat. Er läuft ja immer in Shape rum, der Typ. Ne? Joe Aesthetics hat so, er fährt seinen eigenen Film, er ist crazy drauf. Aber irgendwo finde ich es auch mittlerweile cool. Am Anfang hat mich das oftmals getriggert, weil er hat ja jetzt mittlerweile auch einen deutschen YouTube-Kanal. Vorher hatte der nur englischen Content gemacht. Die ersten Videos waren schon sehr crazy. Nee, blinder Kuh, der ist mittlerweile in Thailand, der ist nicht mehr in Dubai. Bin ich aber mittlerweile, vor allem jetzt das Wettkampfvideo, das war, okay, das war auf Englisch, aber das war schon, das ging schon unter die Haut, hat ja. Der cool gemacht, gefällt mir. Hab ich noch gar nicht gesehen, muss ich mal anschauen. Dem brauchst du mir nicht zeigen, Simon Panda ist, Freunde, was sagt ihr, Simon, Simon Panda, natural? Das ist für mich mit Mike O'Hearn so der heftigste Fake-Netty, Digga. Was sagt ihr, Freunde, Simon Panda, Netty? Für mich der größte Fake-Netty der Szene. Echt? Ja, voll. Okay. Ey, aber krass, dann sehe ich so einen Paul, guckt mal bitte das Bild und sag einfach, du bist Netty, Digga. Paul, ja. Find zwei gute Fotos, würde ich sagen. Oftmals sehr, sehr umstrittenes Thema. Oftmals wurde da gesagt, ey, oder habe ich auch gesagt, vor allem in den ersten Reactions, die wir da gemacht haben, dass da irgendwelche Substanzen mit im Spiel sind, die das Wasser rausdrücken kurz vor... Paul ist nett, die war kein Bart, ja. Im Wettkampf eventuell irgendwelche Diuretiker, aber das sage ich. Ich kenne Leute, die haben ihren ersten Bart bzw. ihre ersten Barthaare erst in der ersten Kur bekommen, weil die vorher auch keine, gar keine Barthaare hatten. Null. Ich nicht, weil wir jetzt zusammen drehen und Drehpartner sind. Das habe ich auch schon vorher gesagt. Mittlerweile gehe ich stark davon aus, dass da nichts im Spiel ist. Einen Naturalen hatten wir dabei. Und das ist ein offiziellen, ja. Ein offiziellen, das ist der Paul. Ja, geil. So. Sehr cool. Um nach dem Verhör nicht gleich mit dem... Ey, wo ist denn der letzte Kandidat?
Prank zu starten. Wartet, Freunde. Prank? Was für ein Prank, Digga? Wollte ich noch eine kleine Runde Nerdy und Not spielen, nachdem das ja schon sehr, sehr oft gemacht hat. Was für ein Prank? Gemacht habe. Und ich merkte, vielleicht lockert das die Stimmung nochmal so ein bisschen mehr auf. Nachdem er das ja auf jeden Fall gewohnt ist und da... Boah, ich glaube, ich weiß, was der gemacht hat, Digga. Ich glaube, ich weiß, was der gemacht hat. Ein bisschen Expertise am Start hat, um danach mit der eigentlichen Thematik fortzufahren. Alles klar. Ey, der Wichser, der hat Kamera laufen lassen. Was für ein Räudiger. Was für ein Räudiger. Ey, Paul, du Dreckiger. Nein, das hat er nicht gemacht. Das hat er nicht gemacht. Bruder Nils, ich habe Horizon durchgespielt. Expertise am Start hat. Also ab der nächsten Szene wusste ich nicht mehr, dass die Kamera läuft, Freunde. Ey, was für ein Dreckiger. Um danach mit der eigentlichen Thematik fortzufahren. Alles klar. Und ich saß da schon und habe mich gefragt innerlich, warum stellt der mir diese Fragen? Will der mich natzen, Digga? Wieso stellt der mir diese Fragen? Perfekt. Alter. Boah, jetzt, wo wir vorher über Mr. Olympia gesprochen haben, irgendwo, wäre schon krass. Bitte? Jetzt, wo wir vorher über Mr. Olympia gesprochen haben, wäre schon krass. Was wäre krass? Mal teilzunehmen, was denkst du? Ah. Meinst du richtig oder nicht die Olympia? Richtig, richtig. Da musst du erstmal ein Pro-Card holen. Ja. Das ist natürlich Pro-Card und dann... Also ich glaube, dass es wirklich natural ist, das nicht möglich. Ey, geiles Ding, der hat mich ja richtig gefickt. Paul, noch unauffälliger kann man sich auch... Ich habe auch gerade gedacht, so, wo der da so sitzt und mit, warte, wir gucken nochmal, Süle mal 1, 2, 3, wir gucken nochmal am Anfang, so, der guckt ja in die Kamera, dann geht er sich so, das finde ich schon gut, und dann, ich gucke so voll vertieft ins Handy, er guckt wahrscheinlich, ob die Kamera läuft, und dann sagt er einfach, ja, Mr. Olympia wäre nice. Das fand ich schon so ein bisschen komisch. Boah, jetzt, wo wir vorher über Mr. Olympia gesprochen haben, irgendwo, wäre schon krass. So, was wäre krass? Zugucken, was labert der? Bitte? Jetzt, wo wir vorher über Mr. Olympia gesprochen haben, wäre schon krass. Was wäre krass? Mal teilzunehmen, was denkst du? Was wäre krass? Ja. Meinst du richtig oder nicht die Olympia? Richtig, richtig. Da musst du erstmal ein Pro-Card holen. Ja. Das ist natürlich Pro-Card und dann... Also ich glaube, das ist wirklich... Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Natural ist das nicht möglich, eine Pro-Show zu gewinnen. Erstens, die erste Hürde ist natural sehr, sehr schwer. Patrick hat die auch nur durch die Härte bekommen, die Pro-Card. Da waren Jungs, die waren deutlich muskulöser. Ich war ja da vor Ort. Ich habe die Medaillen verteilt bei Classic. Ja, habe ich gesehen, ja. Aber so von der Muskulatur her, da waren Jungs, die waren viel, viel geil. Ich hoffe, ich würde jetzt Patrick so hops nehmen. Muskulöser ist einfach nur die Endhärte, die der bringt. Der war wirklich der härteste auf dem gesamten Wettkampf. Aber ja, wie der mit ein bisschen Stoff ausschwimmt, da habe ich mit dem auch drüber gesprochen. Ja. Die Frage habe ich mir jetzt letztens auch schon mal gestellt und ich habe auch von ein, zwei Kollegen, die ich schon länger kenne, die... Ey, Junge, was für eine Verarsche. Die schon länger auch dabei sind und eigentlich jetzt weniger Probleme bei sich hatten. Ja. Die haben auch schon länger was drin. Mhm. Da haben auch so gesagt, ja, wenn du auf die Bühne willst, dann müsstest du eigentlich so mit HGA oder Insulin anfangen. Das stimmt nicht. Nicht? Muss man nicht. So. Das stimmt nicht. Muss man nicht. Das ist eigentlich so. Mit HGA oder Insulin anfangen? Das stimmt nicht. Nicht? Muss man nicht. Was sagst du, womit würde man dann beginnen? Mit Test oder was? Ganz normal, Testo only. Ja. Also HGA ist vor allem, was Fettlipolyse angeht, extrem. Du bleibst halt, du kannst viel mehr essen. Also du wirst halt nicht, du wirst eh nicht dick jetzt, aber es gibt halt viele, die setzen im Aufbau mit ab einem bestimmten Kalorienlevel, setzen die halt auch Fett an. Ja, so. Und klar. Mit HGH kannst du damit halt extrem gegensteuern. Du kannst. Lieg ich hier meinen alten Stack, als ich nicht natural war damals? Zu öfter was gönnen, ja. Du wirst halt nicht fett. So, die Fettlipolyse ist halt extrem erhöht dadurch. Ja, mal schauen, so ein bisschen Testo. Geil. Das ist was anderes. Ja. Wir werden sehen. Das, was, du hast ja viele weitere Stoffe, die auch in dem Wettkampfstack immer drin sind. Voldenon und Trenbolon und sowas, aber das ist für den menschlichen Körper nicht gedacht. Das kommt aus der Tiermedizin. Ja. Testosteron ist ja das männliche Hormon, das ist ja noch das Naturalste irgendwo, wenn man es so sieht, weil du produzierst es ja so oder so. Ja. Schon die geringste, guck mal, ein männlicher Körper produziert... Junge, was für ein Talk, Paul, du dreckiger Penner, Alter. 7 bis 9 Milligramm am Tag. Und wenn du dir jetzt die geringste Dosis hinzufügst von... Ja. Rechne das mal durch 7.
wie viel du dann schon im Plus bist. Warum haben die das denn jetzt hier zensiert? Ja. Von der Norm. Das ist krass. Da kommt auch nicht was rein. Alter, zum Schluss dachte ich echt, wir sind aufgeflogen, denn jede Kamera macht meistens beim Auf- und Abdrehen. Ich schwör's euch, ich habe nichts gerafft. Ich bin aber auch einfach aufgestanden und bin einfach abgehauen. Wie viel du dann schon im Plus bist, ja, von der Norm. Das ist krass. Da kommt auch nicht was rein. Ich hau einfach ab, kein Bock, Bruder. Ciao. Nein. Alter, zum Schluss dachte ich echt, wir sind aufgeflogen, denn jede Kamera macht meistens beim Auf- und Abdrehen Geräusch. Und als die zweite Cam, die da noch weitergelaufen ist, nach dem Gespräch abgedreht wurde, hat es ein Geräusch gemacht. Und ich dachte kurz, wir sind aufgeflogen, aber er hat auf jeden Fall nicht reagiert. Also anscheinend ist es durchgegangen. Also danke für die Details. Der Prank ist anscheinend nicht aufgegangen. Und 100% nicht, Mann. Liebe Grüße, William. So. Ey, Props gehen raus an Paul, Digga. Falls du das siehst, du hast mich echt verarscht. Du hast mich echt verarscht. Aber es gab eine Situation, wo der meint, ja, vielleicht ein bisschen Testo nehmen. Da dachte ich mir, okay, warum sagt er mir das? Bisschen Testo nehmen, warum? Als ob der das vorhat. Morgens gekommen, abends gegangen. Das war die einzige, wo ich dachte mir, komisch, aber ich hätte niemals gedacht, dass die Kamera läuft. Daran habe ich gar nicht gedacht. War sehr produktiv. Eigentlich wollte ich jetzt in die Bibliothek gehen, aber das schließt einfach gleich, richtige Scheiße. Vielleicht schaffen wir es aber woanders. Ich glaube nämlich, ich muss noch ein paar andere Tipps holen in den Buchstore. Aber vorher checken wir mal den komplett veganen Supermarkt in Wien aus, den vielleicht einige von euch schon mal gesehen haben. Jetzt bin ich schon außer Atem. Jetzt müssen wir wieder kurz runterkommen, wisst ihr. Hier kommen wir gleich wieder zu meiner Area. Erstens, Nussmus. Auch wenn das hier mit Geschmack oder wie? Next Level preisig ist. Aber dafür, Leute, habt ihr schon mal so viele vegane Käsesorten gesehen. Nee. Egal ob Wurst, Leberkäse, Beyond Meat. Ich habe mir letztes Beyond Meat geholt, das war so geil. Zwar nicht das Sausage, aber den normalen. Ey, lass mal, Brudi. Leider gerade ausverkauft. Aber ich nehme, glaube ich, das mit. Das hat irgendwie schlechte Nährwerte. Ich habe keine Ahnung warum. Und hier dieses vegane Chicken 10 Gramm Fett reinmacht. Und was hier vielleicht auch bei deinem Start sein könnte, sind. Vegan Chicken, Digga, wenn ich das schon höre. Burger-Riegel, soweit ich weiß, gab es da schon erste Gespräche. Mal schauen, ob das in Zukunft noch umgesetzt wird. Hier sind ganz viele Kochbücher. Wann kommt eins? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ballern wir irgendwann mal ein Fitness-Kochbuch drauf, oder? So habe ich mein Restaurant aufgebaut. Das ultimative Paul-Dollar Kitchen-Kochbuch. Sind die Krapfen mit Schokolade oder mit Marille? Nein, mit Marmelade. Okay. Ist das ein Krapfen? Nein, danke. Jetzt soll ich gerade. Du? Ich nehm einen mit. Ich weiß nicht, der Krapfen liegt, glaube ich, schon länger rum, aber... Ist der denn auch vegan? Ah, das war ein gesamter veganer Supermarkt, ja? Okay, dann ist das Ding auch vegan wahrscheinlich. Mmh. Besonders lecker. Hab ich schon eben. Oh, das wär nicht korrekt. Wenn ich dem sagen würde, hier, das ist veganes Chicken und dann ist es doch nicht vegan, das wäre nicht in Ordnung. Hab ich mir gegessen. Einfach geil. Dass es mittlerweile so viel auch vegan gibt und bald hoffentlich hier auch ein fettes Restaurant. Aber wäre schon korrekt, Digga. Wäre schon geil. Von mir. Nachdem ich hätte Bock drauf. Ich jetzt von William schon ein paar Tipps bekommen habe, will ich jetzt mal schauen, was mir in der Buchhandlung hier empfohlen wird, was ich so für Lektüren angreifen könnte, um mich da noch ein bisschen weiterzubilden und mein Wissen zu maximieren. Entschuldigung, kennen Sie sich gut aus mit Büchern? Nicht wirklich. Ich suche irgendwas mit... Hör mal, ist Paul jetzt auf dem Prankfilm? Jetzt verarscht er schon alte Leute. Doping, Fitness, Doping. Ja, da ist jemand, okay, da ist jemand. Mitarbeiterfragen meinen Sie? Ja, okay. Mitarbeiter. Haben Sie früher trainiert? Kraftsport? Oh, guten Abend, meine Cousine. Du hast das Beste verpasst, Mensch. Ey, kannst dich nur erinnern, als wir fertig waren mit dem Verhör und mit Neddy und Nordpatricia, wo der mir dann auf einmal komische Fragen über Stoff gestellt hat? Es lief einfach die Kamera und der hat mich voll verarscht, der Paul. Nur mal so nebenbei. Patricia ist meine Cousine, die war auch in demselben Raum anwesend. Ja, es lief die Kamera und das taucht in dem Vlog auf. Der hat mich hops genommen, der Penner. Sport gemacht? Bodybuilding? Sicher. Super. Was wollen Sie wissen? Haben Sie auch was genommen? Was? Haben Sie auch, waren Sie auf der Bühne für Bodybuilding? Bühne nicht. Bühne nicht, einfach so zum Spaß. Für Spaß und für Ausschauen. Für Ausschauen, cool. Ja. Ey, der Opa ist hier richtig Bodybuilding interessiert. Haben Sie irgendwelche Tipps? Tipps? Ja. Natürlich. Natürlich, was haben Sie? Machen Sie regelmäßig. Regelmäßig Sport. Mindestens dreimal pro Woche. Dreimal pro Woche. Aber mindestens dreimal.
Bruder, der Abi, der weiß Bescheid. Ist das Johannes Lukas mit Perücke vielleicht? Viermal. Ich mach gerade viermal. Eine Stunde, eineinhalb Stunde höchstens. Okay. Ja. Ey, der Opa war, aber der weiß Bescheid. Dreimal die Woche mindestens, eineinhalb Stunden reicht. Der weiß, was abgeht. Der nette Herr in Thalia war echt cool. Ich habe ihn eigentlich Der war echt cool, dass der random einen Oppi anspricht und er weiß so Bescheid, finde ich geil. Fragt, wo es Fitness- und Steroid-Bücher hier im Shop gibt. Aber er hat mir ganz andere Sachen erzählt, mich auf einen ganz anderen Weg geleitet, mich auch motiviert. Und stell mal vor, der hätte Heiko Kalbach, so einen Heiko Kalbach-Typen-Verschnitt in der Bibliothek getroffen. Einige wichtige Statements abgegeben, was ich sehr, sehr cool und wertvoll fand. Okay, zu Doping habe ich jetzt zwar nicht mehr rausgefunden, aber zum Glück hat mich William schon teilweise aufgeklärt, ein bisschen. Nope, doubt, quick, danke dir für dreimonatigen Support, Freunde. Ach, übrigens, das Design ist fertig, nicht für Emotes, aber für Abo-Abzeichen. Ein Monat Abo, eine Langhantel mit einer kleinen Scheibe, jeder Monat drauf, kriegt eine Hantelscheibe dazu. Was sagt ihr dazu? Eine Gewichtsscheibe drauf. Ist doch mal eine geile Idee, oder? Grüße gehen raus an den Brudi, der mir das heute bei Instagram geschickt hat, den Entwurf. Und der sich dafür einsetzt, der das Ganze fertig macht. Ich finde die Idee richtig geil mit der Hantelscheibe. Also Hantelstange, ein Monat. Jeder weitere Monat, den ihr abonniert, kriegt ihr am Ende so eine fette Langhantel, Digga. Das wäre doch nice. Ist es auf jeden Fall am Start. Jetzt schauen wir noch zu einem Freund. Dann ruder ich auch so viel wie Leoni das. Also der Chat feiert die Idee, geil. Lucho44, danke dir für 200-tigen Support. Und damit hättest du quasi pro Seite zwei Hantelscheiben, Gewichtsscheiben. Freund von mir, denn er hat hier einen Pop-Up-Store eröffnet. Erst seit kurzem Klamotten gemacht. Und ich habe auf jeden Fall Bock, mir das mal live anzuschauen, so lange wieder mal zu sehen und abzuchecken, was da so geht. Wir sind jetzt hier bei SOM Studios, State of Mind, mit Nico. Nico kenne ich schon wie lange? 5 Jahre oder so? Ja, Schule, also. Ja. Er ist Nico, jünger als ich. Ja. Nico hat eines meiner ersten YouTube-Videos geschnitten, Armtraining. Also wer das noch kennt, das waren kranke Edits. Mittlerweile selber sehr, sehr bekannt geworden auf Social Media, seine eigene Modem-Brand, die auch sehr, sehr geilen Stuff macht. Und das Pop-Up. Elefantenscheiße, was eine Idee. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr fresh, also Respekt auch. Okay Leute, das war doch mal ein geiler Tag. Prank an William ist gelungen. Nico hat mir noch was Geiles mitgegeben, also ich feiere es ja wirklich echt, wenn Freunde von dir erfolgreich werden, also unterstützt euch gegenseitig. Deshalb finde ich es absolut cool, da auch mal vorbeizuschauen und ein bisschen Support dazulassen. Ansonsten hoffe ich, hat das Video gefallen. William, ich hoffe, dir das Video auch gefallen. Danke für die Reaction und danke für den kleinen Prank. Lass gerne einen Kommentar da, Abo nicht vergessen. Sehr geiles Video von Paul. Endlich mal seit langer Zeit ein richtig gutes Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sehr, sehr nice. Also, Prank auf jeden Fall gelungen. Training war hart. Und ich bin immer noch völlig überrascht. Ich gucke mir das Video später in Ruhe auch nochmal an. Privat. Sehr, sehr geil. Paul, liebe Grüße. Hat Bock gemacht, Digga. War ein strammes Training.